Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Es ist Mittwoch, das heißt, wir reden natürlich über The Mandalorian. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 5 angekommen. Das heißt, es kommen nur noch 3 Episoden und dann ist Staffel 3 auch schon wieder vorbei. Was echt verdammt schade ist, weil im Augenblick finde ich sie wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend. Und muss mich an dieser Stelle gleich nochmal auch bei euch entschuldigen, weil ich ihm letzte Woche Ahmed Best nicht erkannt habe. Es tut mir wirklich leid so. Also ich kenne Jar Jar Binks halt nur in seiner Jar Jar Binks Form und ich wusste irgendwie grob, wie der Schauspieler heißt, aber hat den Schauspieler selbst halt nie gesehen. Deswegen ist mir das irgendwie so ein bisschen entgangen. Daher sorry, dass ich den guten alten Jar Jar hier nicht erkannt habe. Was ja aber mich immer noch irgendwie zu der Frage motiviert, werden wir trotzdem auch nochmal Jar Jar in The Mandalorian sehen? Wird man uns vielleicht doch irgendwann mal noch erklären, dass Jar Jar hinter der Rettung von Grogu gesteckt hat? Ich bin echt gespannt. Aber gut, das war letzte Woche. Wir wollen jetzt über die 5. Episode von The Mandalorian Staffel 3 sprechen, die ja auch sehr, sehr spannend ist, weil wir bekommen ein neues Zuhause für die Mandalorianer, wir bekommen eine neue Mission für Bo-Katan und wir werfen einen Blick auf neue, alte, fiese Schurken. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. These events can all be connected. I think that's a bit of a leap. Die Episode fängt ja damit an, dass Nevarro von den Piraten angegriffen wird. Und hier bekommen wir jetzt dann nochmal Gorian Shard mit seinen Leuten zurück, die jetzt hier Greef Kargas kleinen, wunderschönen Weltraumhafen hier angreifen. Kaga bittet um Hilfe bei der Neuen Republik, die aber sagt so, ja nee, Pustekuchen, du hast gesagt, du bist unabhängig, du gehörst weder zu uns noch zu sonst irgendwem, also beschützen wir dich auch nicht. Daraufhin fliegt der nette Captain Teeva, den wir ja schon aus der 2. Season kennen, hin zu den Mandalorianern, die er tatsächlich auch nur findet, weil die R5-Einheit ihm einfach mal verrät, wo er gerade steckt. Thanks, R5. Und bittet Mando und seine Leute um Hilfe. Und hier kommt direkt ein spannender Moment, wo ein Mando seine neuen Gefolgsleute um Hilfe bietet. Und als Paz Vizsla an der Reihe ist zu reden, dachte ich echt kurz, okay, der haut das jetzt hier alles in Grund und Boden. Er redet ja sogar auch nochmal davon. Ja, erinnert euch an all unsere Freunde und all unsere Mandalorianer, die wir im Kampf gegen Greef Karga damals auf Nevarro verloren haben. Und damit deutet er ja auch nochmal hin, dass die in Staffel 1, als sie ja dann noch in der Kanalisation von Nevarro gelebt haben, wahnsinnig viele Leute verloren haben. Und trotzdem sagt ein Paz Vizsla, okay, ihr habt geholfen, meinen Sohn zu retten, ihr habt die Ehre eurer eigenen Häuser hier irgendwie wieder reingewaschen, also werden wir für euch kämpfen, in Hoffnung, hier ein neues Zuhause zu bekommen. Weil Greef Karga hat Mando ja schon in der ersten Episode von Staffel 3 das Angebot gemacht, ihm hier Land zu schenken. I can set you up with a prime tract. Und damit hätten die Mandalorianer dann hier tatsächlich auch wieder ein Zuhause. Also riskieren sie das Ganze. Es gibt eine herrlich große Shootout-Sequenz, die sogar ein bisschen an den Western-Klassiker The Wild Bunch erinnert, wenn da vor allen Dingen mit dieser Gatling-Gun oben geschossen wird, also zumindest bei The Wild Bunch. Hier bei The Mandalorian haben wir jetzt dann einfach nur eine fette Laserkanone. Aber so ein bisschen merkt man hier wieder einfach, wo Star Wars sich hier ein bisschen auch beim Western bedient und es funktioniert. Es sieht auch hier wieder sehr, sehr cool aus, gerade wenn die Mandalorianer da alle kämpfen, wenn Babu Frick und seine Leute kurz sich so ein bisschen freuen und schreien und je machen. Das ist wirklich cool. Und nachdem die Piraten dann besiegt worden sind, die ziemlich schnell besiegt werden in dieser Episode, wo ich mir auch dachte so, okay, haben wir die überhaupt gebraucht, wenn die irgendwie in der ersten Episode auftauchen und jetzt in Folge 5 eigentlich schon wieder komplett vernichtet werden? Obwohl ja nicht komplett. Ich meine, Gorian Shards rechte Hand, dieser Typ da, der ja auch schon in der ersten Episode für Stress gesorgt hat, der entkommt ja. Aber die restlichen Piraten sind in Gefangenschaft oder sind halt komplett tot. Und die Mandalorianer bekommen jetzt hier tatsächlich Land, können hier sich jetzt ansiedeln und sich ein neues Zuhause aufbauen. Und somit fängt für diese ganzen verstreuten Mandalorianer hier eine neue Ära an. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich Bo-Katan bekommt jetzt eine neue Mission.
Und das fand ich auch wahnsinnig spannend, weil sie wird von der Schmiedemeisterin gebeten, runter zu dieser alten Schmiede zu kommen. Und die Schmiedemeisterin sagt ja, okay, nimm deinen Helm ab. Und Bo-Katan ist sichtlich, auch wenn sie einen Helm auf hat, aber sie ist sichtlich irritiert. Man fragt sich auch kurz so, okay, ist das jetzt irgendwie eine Probe? Wenn sie den Helm abnimmt, hat sie den sofort verloren und es heißt dann wieder, ja, okay, jetzt musst du wieder nach Mandalore in die Living Waters springen. Nein, die Schmiedemeisterin hat da wirklich mehr in Planung, weil sie Bo-Katan sagt, okay, du hast den Mythosaurier gesehen. Das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass ein neues Zeitalter eingetreten ist für die Mandalorianer. Wir haben jetzt ein festes Zuhause. Das heißt, alle anderen Mandalorianer, die irgendwo noch da draußen sind, die jetzt auch nicht zu diesen Leuten hier gehören, die nicht den Weg verfolgen, sondern einfach nur so Mandalorianer sind, die müssen auch wieder versammelt werden. Und da sind wir genau bei dem Punkt, über den wir schon die ganze Zeit in Bezug auf Bo-Katan sprechen. Sie ist jetzt diejenige, die von der Schmiedemeisterin den Auftrag bekommt, alle Mandalorianer wieder zu vereinen. Deswegen darf sie auch ihren Helm abnehmen, weil sie auf beiden Wegen wandelt. Sowohl auf dem Weg von Mandos kleiner Gruppe, als auch dem Weg aller anderen Mandalorianer. Und dafür muss sie halt einfach zeigen, ja okay, ich kann auch meinen Helm abnehmen. Ich kann auch Angesicht zu Angesicht mit euch sprechen. Und somit öffnet sich auch die Schmiedemeisterin einem neuen Denken und sagt halt wirklich, okay, wir sind eh nicht mehr viele, wir brauchen aber alle und wir können jetzt nicht mehr strikt nur in unseren Dogmen denken, sondern wir müssen auch alle anderen Brüder und Schwestern wieder zu uns führen, damit wir als Mandalorianer wieder stark werden können, damit wir Mandalore wieder aufleben lassen können. Und somit bekommt Bo-Katan jetzt hier wirklich eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr große Aufgabe und auch Rolle. Und das hatte ich ja auch schon häufiger angesprochen. Sie wird jetzt wieder die Anführerin von all diesen Leuten, weil wenn sie jetzt mit Mando loszieht, um andere Mandalorianer zu finden, dann werden die ihr folgen und ihr allein und sie wird die hier versammeln. Das heißt, sie hat auf jeden Fall dann noch mehr den Anspruch, hier wieder die Herrscherin zu sein. Dann bleibt natürlich trotzdem immer noch die Frage, okay, wie wird sich das mit dem Darksaber ausgehen? Wird sie doch noch irgendwie gegen Mando kämpfen müssen? Wird es eine andere Möglichkeit geben? Gibt es noch irgendein Schlupfloch, wo man sagen kann, so, ah, früher in den ganz, ganz alten Regeln, da hieß es auch einfach, ja, wenn du das Geschenk bekommst, dann ist es auch irgendwie okay. Da warte ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen drauf, zumal ich mir jetzt im Augenblick auch nicht vorstellen kann, dass Bo-Katan gegen Mando nochmal wirklich kämpfen wird. Außer es ist so eine Art Showkampf, um einfach wirklich zu entscheiden, wer bekommt jetzt das Darksaber. Aber Bo-Katans Rolle ist jetzt einfach mal enorm gestiegen und das wird sehr, sehr spannend werden. Wenn wir jetzt wirklich mehr und mehr Mandalorianer vereinen, dann haben wir hier wieder eine neue große Macht in diesem ganzen Gefüge der Galaxie. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Tatsache, dass wir in dieser Episode ja wirklich ein bisschen mehr über unsere neuen alten Feinde erfahren. Ich habe ja schon über Captain Teeva gesprochen, der ja hier als Ranger der Neuen Republik arbeitet und der sich ja auch nach Coruscant aufmacht, um hier nach Hilfe für Nevarro zu fragen. Hier in Coruscant sehen wir dann schon die gute alte Elia Kane, die gleich wieder spitze Ohren bekommt, sobald sie sieht, okay, das hat was mit Nevarro zu tun, oh, da ist irgendwas im Gange, womit jetzt wirklich, glaube ich, endgültig klar ist, okay, sie spioniert immer noch für einen Moff Gideon, sie hat nie aufgehört, für ihn zu arbeiten und das tut sie jetzt auch weiterhin, obwohl sie natürlich für alle anderen sagt, so, ah, ich habe den Weg gefunden, ich wurde erleuchtet und ich sehe jetzt, dass meine Arbeit fürs Imperium falsch war und dass die Arbeit für die Neue Republik richtig ist, aber in Wirklichkeit ist sie halt einfach nur ein Undercover-Agent und arbeitet immer noch für Moff Gideon, von dem wir ja erst erfahren, okay, er ist nie bei seiner Gerichtsverhandlung angekommen und ganz am Ende findet ja unser einsamer Ranger hier im All auch ein Schiffswrack. Ein Transportschiff wurde hier überfallen und fast alle Leute an Bord wurden getötet und es stellt sich dann später raus, okay, das ist der gleiche Transporter, in dem Moff Gideon gewesen ist. Und die Leiche von Moff Gideon fehlt natürlich. Das heißt,
er wurde hier befreit. Und das Perfide und Fiese ist, was einer Bo-Katan ihre Mission jetzt noch schwerer machen wird, ist die Tatsache, dass in diesem Raumschiff ein Stück Beskar steckt, womit hier natürlich auch sofort vermutet wird, okay, haben die Mandalorianer gerade Moff Gideon befreit? Are you saying that Moff Gideon was taken by Mandalorians? Und das ist jetzt hier natürlich so der Punkt, wo Staffel 3 jetzt so ein bisschen mehr Spannung aufbaut, ein paar mehr Konflikte mit aufbaut, weil jetzt wird auch die neue Republik sehr, sehr argwöhnisch auf Mandalorianer schauen. Wird sie vielleicht sogar versuchen zu jagen, was ihnen wahrscheinlich nicht häufig gelingen wird. Aber die Mandalorianer sind jetzt noch mehr gezwungen, in diese Einheit zu finden. Das heißt, auf der einen Seite wird ihnen das sogar gut tun, wenn sie hier gejagt werden, weil wenn Bo-Katan kommt, werden sie das Angebot sicherlich annehmen. Zumal mit Nevarro haben sie ja hier ein unabhängiges Gebiet. Das heißt, da kann die neue Republik ihnen auch nicht wirklich viel antun. Gleichzeitig werden sie jetzt hier aber halt auch eben wirklich dann wieder vermehrt gejagt und das wird auch für sie eine Gefahr. Und wer steckt hinter dem Ganzen? Wahrscheinlich dann am Ende wirklich ein Großadmiral Thrawn, auf den ja irgendwie alles hinarbeitet, auf den ja auch die Ahsoka-Serie hinarbeitet. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, er war schon immer auch ein Sammler von alten Stücken von anderen Völkern. Das haben wir in der Rebels-Serie ja immer wieder gesehen, wenn man sein Büro auch betrachten konnte. Da ist wahnsinnig viel. Also wird da sicherlich irgendwo auch ein Stück Beskar liegen, wo er sagt so, ja okay, das platzieren wir jetzt hier gekonnt, damit alle erstmal auf die Mandalorianer schauen. Weil was uns in dieser Episode auch immer wieder gesagt wird, das Imperium ist wieder am Wachsen. Es wird offensichtlich im Hintergrund wieder aufgebaut. The New Republic has to know that the Empire is growing again. Und hier, Captain Tiva wird hier ja auch sehr, sehr offensichtlich und deutlich und sagt, okay, es brodelt sich da draußen was zusammen und es wird zu spät sein, wenn ihr darauf reagiert. Und dann haben wir hier einfach wieder diese Konstellation, weil wir haben Kane, wir haben Moff Gideon, der jetzt immer noch irgendwo da draußen ist und die ganz, ganz große Bedrohung Thrawn steht ja auch noch im Raum. Und wie gesagt, auf Snoke und die ganze Erste Ordnung und vielleicht auch den Imperator wird man sicherlich auch noch auf irgendeine Art und Weise zu sprechen kommen. Das heißt, ab jetzt wird es wirklich sehr, sehr gefährlich in dieser weit, weit entfernten Galaxie. Und somit, finde ich, hat Folge 5, auch wenn sie dieses ganze Piratenthema recht schnell abgefrühstückt hat, doch wieder sehr, sehr viel spannende Sachen aufgebaut, von denen ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten drei Episoden auch wirklich mehr aufgegriffen werden und uns hier dann ein sehr, sehr aufregendes Finale von Staffel 3 erwartet. So, das war jetzt aber erstmal alles, was mir aus Episode 5 wichtig war. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch, wie hat euch die fünfte Folge von The Mandalorian Staffel 3 gefallen? Was sind so eure Theorien rund um, wer diesen Transporter da überfallen hat, wer Gideon gerettet hat und wie steht ihr jetzt zu Bo-Katans neuer Rolle? Schreibt mir all das in die Kommentare und für mehr zu Mando klickt einfach auf eins von diesen Videos.